Ja, ihr seht richtig, es ist mal wieder Was wäre wenn Zeit. Ich labe euch diesmal auch gar nicht so lang vorher voll. Ich muss sagen, dass ich diesmal sehr unsicher war, was die ganze Story angeht, weil ich sehr, sehr viel streichen musste, dass das Video nicht zu lang wird. Trotzdem sind wir jetzt hier bei einer XXL-Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video hier bis zum Ende schaut und es mit einem Like und einem Kommentar supportet, weil es mal wieder eines meiner aufwendigsten Videos auf diesem Kanal ist und vor allem bei den langen Videos Support immer sehr wichtig ist. Außerdem ist es natürlich wie immer eine Story, die weniger logisch im Sinne vom Was wäre wenn sein sollte, sondern nur eine vielleicht mögliche Folge des Ganzen ist. Und es geht mehr darum, eine coole, spannende, interessante Story zu erzählen, als jetzt die richtige, perfekte Antwort auf die Frage zu liefern. Ich denke mal, das ist vor allem für alle wichtig, die hier das erste Was wäre wenn von mir gucken. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir uns jetzt mal die Frage, was wäre, wenn Luke in Episode 6 gestorben wäre? Unsere Geschichte beginnt an dem Punkt, an dem wir sie auch verändern wollen. Vader und Luke befinden sich in einem erbitterten Kampf auf dem Todesstern. Luke prügelt wie wild geworden auf Vader nach dessen Provokation ein. Doch anders als im Original hält Vader hier diesen Schlägen mit Mühe stand. Mit aller Kraft und den Grenzen seiner mechanischen Gliedmaßen blockt Vader die brutalen Schläge seines Sohnes. Mit einem Machtschub bringt Luke den Sith ins Wanken und holt zu einem alles entscheidenden Schlag über seinem Kopf aus. Vader fasst allerdings früher wieder Fuß als erwartet und bewegt seinen Arm reflexartig nach vorne. Lukes Lichtschwert fällt abrupt zu Boden und Vader realisiert, was er getan hat. Luke fällt auf die Knie und sein Vater tut es ihm gleich. Du bist wohl noch nicht so stark, wie ich es mir erhofft habe, junger Skywalker. Es ist schade um dein Talent, doch wahre Macht muss man sich eben erkämpfen. Lacht Palpatine, während er sich von seinem Stuhl erhebt. Beende es, mein Freund. Du hast dir den Platz an der Spitze dieses Imperiums erkämpft. Zögerlich erhebt sich Vader. Und ein dunkler Schatten legt sich über seinen am Boden liegenden Sohn. Seine Schmerzensschreie hallen durch den Thronsaal. Tu es! Schreit Palpatine seinem Schüler bedrohlich entgegen. Mit einer schnellen Bewegung tut Darth Vader das ihm Aufgetragene, fällt erschlagen erneut auf die Knie und betrachtet sein Werk. Luke Skywalker, der letzte Jedi, ist tot. Dumpf und leise hört Vader nur die weiteren Anweisungen seines Meisters. Sein Lachen bohrt sich durch die Helmwände des Schurken. Wie ferngesteuert erhebt er sich und folgt den Anweisungen seines Puppenspielers. Geplagt von der Schuld und mit den Schreien seines sterbenden Sohnes in den Ohren zerschlägt Vader den Angriff der Rebellen. Jeder Schrei Lukes treibt ihn immer mehr in den Hass, die Trauer und den Schmerz der dunklen Seite und wie in einem Rausch zerstört der Sith einen X-Wing nach dem anderen. Nach wenigen Minuten haben Vader und seine Staffel TIE Fighter Dutzende Schiffe der Rebellen vernichtet, darunter auch das, welches im Original den Todesstern zerstören sollte. Die wenigen überlebenden Rebellen ziehen sich zurück. Der Zusammenhalt ist gemeinsam mit den Piloten der X-Flügler und dem großen Traum gestorben. Lediglich ein Funkspruch geben ein paar der Schiffe ab, bevor sie in den Hyperraum springen und das Schlachtfeld hinter sich lassen. Einer dieser Funksprüche erreicht auch Leia, Han und Chewbacca, die ihren Kampf auf Endor gewonnen haben und nun eigentlich auf die erlösende Nachricht warten. Doch sie erreicht das genaue Gegenteil. Schon vorher hatte Leia so ein merkwürdiges Gefühl im Bauch. Es erinnerte sie an damals, als sie Luke auf Bespin gerettet haben. Doch diesmal schien es tiefer, düsterer und endgültiger zu sein. Ihre Vermutung wird durch den Funkspruch bestätigt. Hier spricht Rot 4. Wir ziehen uns zurück. Ich wiederhole, wir ziehen uns zurück. Unser Angriff wurde zurückgeschlagen. Die Flotte wurde vernichtet. Der Angriff auf den Todesstern ist gescheitert.
Wie gelähmt sinkt Leia zu Boden. Sie hatte also recht, ihr Bruder schien tot zu sein. Nach einem kurzen Moment des Schocks tragen Chewie und Han die versteinerte Leia weg. Sie flüchten vor den sich nähernden Transportern des Imperiums. Mit einem alten imperialen Shuttle schaffen die drei es zu fliehen und müssen dabei ihre Mitstreiter, die Ewoks, zurücklassen. Nur wenige Tage oder Wochen später hat sich das Imperium bereits von dem Angriff der Rebellen erholt. Die Schlacht über Endor wird als ein glorreicher Sieg über die Terroristen in der ganzen Galaxis verbreitet. Kurze Zeit später wird von der Säuberung Endors gesprochen. Endor sei nun ein freier, geordneter Planet, der nicht mehr von einem barbarischen, indigenen Volk besetzt wäre. Was hier glorifiziert wird, ist die Ausrottung der Ewoks und das Niederbrennen der Wälder. Wenige Wochen nach dem Tod Luke Skywalkers scheint die Galaxis keine andere zu sein. Das Imperium ist immer noch an der Macht. Die Menschen sind immer noch unzufrieden und lehnen sich auf. Die Kernwelten leben immer noch in Saus und Braus und die Armen, die müssen hungern. Es ist alles wie immer, doch irgendwas ist anders. Etwas fehlt. Der Funke, er ist erloschen. Nun ist es dunkel in der Galaxis. So dunkel wie schon lange nicht mehr. Einige Jahre später ist die Galaxis nicht mehr die gleiche. Neutrale Planeten, Piraten, Kriege, Aufstände, all das gibt es fast gar nicht mehr. Die gesamte Galaxis ist nun ein großes Imperium. Der Weg für jedes männliche gesunde Kind ist bereits von seiner Geburt an geebnet. Er wird Sturmtruppe. Um eine gesamte Galaxis zu kontrollieren, braucht man nun mal eine entsprechend große Faust, die jeden Hauch von Hoffnung oder Veränderung zerschlägt. Das Herzstück dieses riesigen Apparates befindet sich auf Coruscant. An der Stelle, an der einst der Jedi-Tempel ein Symbol für den Frieden und die Sicherheit in der Galaxis war, hüllt nun ein riesiger Palast, Coruscant, in Dunkelheit. Ein Palast, dessen Schatten die gesamte Galaxis überstrahlt. Leia und Han leben weit weg von all dem, sofern das überhaupt irgendwie möglich ist. Auf einem kleinen Planeten namens Eris leben Leia, Han und ihr Sohn Ben zusammen mit Chewbacca. Doch die großen Kämpfer der Rebellion haben Eris niemals betreten. Leia und Han leben im Schatten. Im Schatten der riesigen Bäume des Planeten und im Schatten ihrer grausamen Niederlage. Ben, ihr Sohn, der mittlerweile knapp 20 Jahre alt ist, weiß nichts von der Vergangenheit seiner Familie. Doch schon seit er ein kleiner Junge ist und zum ersten Mal in der Stadt von Eris war, weiß er, dass irgendwas mit ihm anders sein muss. Dass er oder seine Familie irgendwie besonders oder merkwürdig sein mussten. Weshalb das so ist, sollte er bald erfahren. Es ist ein dunkler, regnerischer Tag auf Coruscant. Vader streift einmal mehr durch die Hallen des riesigen Palastes. Doch diesmal mit einem klaren Ziel. Bereits seit Jahren lebt Vader in Schmerzen. In jedem Moment der Stille hört er bis heute die Schreie seines sterbenden Sohnes und das grausame Lachen seines Meisters. Schon seit Jahren schwimmt er nun in diesem Fluss aus Leid. Doch nun hat er endlich eine Entscheidung gefasst. Mit lauten, metallenen Schritten stürmt er auf den Thronsaal des Imperators. Mit einer kleinen Handbewegung befreit er das Tor von seinen Wachleuten und betritt den Saal. Hallo, mein Freund. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Was ist es, was in dir so einen Zorn weckt, dass du unerlaubt in meine Gemächer trittst? Schallt es von einem Thron am Ende des Raumes. Im Schatten ist ein graues, scheinbar totes Gesicht zu erkennen. Palpatine hält sich mit dunkler Sith-Alchemie und einem Exoskelett am Leben. Ich bin hier, um all das zu beenden. Heute ist der Tag, der kommen musste, an dem ich all diesem Leid ein Ende setze. Der Tag, an dem ihr sterben werdet, Meister. Eine törichte Vermutung, mein Schüler. Doch mit einer Sache sollst du recht behalten. Auch mir war klar,
dass dieser Tag kommen musste. Ein lauter Knall hallt durch den Thronsaal, als Vader auf die Knie fällt. Hinter ihm erscheint eine Gestalt in einem dunklen Mantel. Palpatine wusste, wie es um Vader steht und begann deshalb schon Jahre zuvor mit der Ausbildung seiner Enkeltochter Rey. Was Palpatine hier allerdings nicht weiß, ist, dass Vader auf einen Moment wie diesen vorbereitet war. Es ist eine Aufnahme von seinem Tod, die einer seiner Astromech-Droiden an einem Planeten im Outer Rim schicken soll. Vader hat seine Tochter niemals aus den Augen verloren. Über Jahre versucht er, ihren Aufenthaltsort geheim zu halten. Nun, nach seinem Tod, bleibt ihm keine andere Wahl, als Leia zu kontaktieren. Nur wenige Tage nach dem Tod seines Herrn trifft der Droide auf Eris ein und liefert die Aufnahme an den ihn übergebenen Koordinaten ab. Derjenige, der sie erhält, ist allerdings nicht Leia. Sie ist gerade zusammen mit Han auf der Jagd im Wald. Es ist Ben, der die Aufnahme seines sterbenden Großvaters als erstes sieht und dabei keinen Schimmer hat, was all das zu bedeuten hätte. Als Leia und Han wieder in ihrer Hütte im Wald ankommen, stürmt Ben sofort auf beide los. Geschockt blicken die beiden bereits in die Jahre gekommenen Helden auf das Holo-Video. Als die Lache Palpatines durch die kleine Waldhütte der Familie hallt, sackt Leia in sich zusammen. Ben ist noch verwirrter und verängstigter als zuvor. Als seine Mutter wieder bei Bewusstsein ist, erklären ihm seine Eltern zögerlich und getroffen die wahre Geschichte ihrer Familie. Nachdem Ben von dem Tod seines Onkels, der wahren Identität seines Großvaters und der eigentlichen Vergangenheit seiner Eltern erfährt, ist er für einen Augenblick geschockt. In einer Sekunde schießen ihm die hunderten Momente seiner Kindheit in den Kopf, die all das bereits vorausgesagt haben. Das strikte Verbot, die Stadt tagsüber zu betreten, das Verstecken im Wald, die trübe Stimmung seiner Eltern und der enorme Hass gegen das Imperium. All das hatte plötzlich einen Sinn. Doch die Verwunderung und die Angst hielt nicht lange. Schnell hatte Ben eine klare Meinung. Wie könnt ihr euch nur einfach im Wald verstecken? Was? Ihr habt einfach aufgegeben, die Menschen im Stich gelassen. Pass auf, was du sagst, Junge. Du weißt ja nicht, was deine Mutter und ich alles für diese Galaxis getan haben. Aber als dein Onkel gestorben ist, da... Da was? Da musstet ihr aufgeben und zuschauen? Jeden Tag hören wir die Schiffe des Imperiums über uns und die Schreie der Kinder, die von ihren Eltern weggezerrt werden. Immer wieder sehen wir, wie Menschen plötzlich verschwinden, nur weil sie etwas ändern wollten. Und ihr dachtet, das Beste wäre, euch eine Hütte im Wald zu bauen? Das reicht jetzt, du hast doch... Han, er hat doch recht. Wie bitte? Wir haben uns versteckt. Glaubst du, mein Bruder hätte gewollt, dass wir nach seinem Tod einfach so aufgeben? Dass sein Tod einfach so umsonst war? Was sollen wir denn schon tun? Die Rebellen existieren nicht mehr. Es hat 20 Jahre gedauert, bis Darth Vader, mein Vater, den Tod meines Bruders rächen wollte. Warum sollten wir nach dieser Zeit also nicht auch bereit sein? Lächelnd blickt Ben seiner Mutter entgegen, die er noch nie so energisch und belebt gesehen hat. Auch Han nickt seiner Frau zu. So sollte also einmal mehr die Nachricht eines Astromech-Droiden eine neue Hoffnung in der Galaxis aufkeimen lassen. Also starten Ben, Han, Leia und Chewbacca. Ihr Plan ist es, den Funken wieder neu zu entfachen, der zusammen mit Luke Skywalker vor 20 Jahren erloschen ist. Ihr erstes Ziel ist die Stadt von Eris. Einmal im Monat werden die neuen Rekruten für die Sturmtruppen von Eris in ein Ausbildungslager transportiert. Genau das wollen Ben und Co. verhindern und greifen an. Auch wenn sie nur zu viert sind, schaffen sie es, den Frachter vom Himmel zu holen und sich gegen die Patrouillen der Stadt zu wehren. Es ist nicht für lange, aber die Stadt von Eris ist für einen kurzen Moment frei vom Imperium. Nach dem Kampf wendet sich Ben mit einer kurzen Rede an die jubelnden Bewohner. Bewohner von Eris, bitte hört mir einen Moment zu. Nach mehr als 30 Jahren der Unterdrückung ist das hier der erste Moment, in dem diese Stadt frei ist. Das sollte aber nichts Besonderes sein.
Nein, die Freiheit sollte etwas sein, das jedes Lebewesen in dieser Galaxis besitzt. Vor knapp 20 Jahren ist mein Onkel, Luke Skywalker, für diesen Glauben gestorben. Und heute stehe ich hier, Ben Skywalker, und fordere euch alle dazu auf, zu kämpfen. Wir können der Funke sein, der das Feuer der Rebellion wieder entfacht. Aufnahmen dieser Rede verbreiten sich überall in der Galaxis. Nicht nur die Menschen auf Arrakis, auch Tatooine, Naboo, Kessel und sogar Coruscant wird von dieser Rede inspiriert. Nach mehr als 20 Jahren der Stille meldet sich ein Mitglied der Skywalker-Familie und führt den ersten erfolgreichen Aufstand seit Ewigkeiten an. Sturmtruppen werden plötzlich auf offener Straße überwältigt und der Palast auf Naboo wurde gestürmt. Die Rede von Ben war es, die diese tickende, riesige Bombe nun endlich zum Ausbruch gebracht hat. Beim Imperium bleiben die Erfolge der Rebellen selbstverständlich auch nicht unbemerkt. Palpatine reagiert auf die Aufstände entschieden und schickt Rey los, den Ursprung allen Übels, Ben, zu beseitigen. Nachdem Rey den Auftrag bekommen hat, begibt sie sich in den Untergrund des imperialen Palastes. Mit einem Aufzug kommt sie im tiefsten Stockwerk an und passiert zwei Sicherheitslinien, um zu einer kleinen Zelle am Ende eines langen Ganges zu gelangen. Während sie den engen Gang entlangschreitet, kommen ihr Erinnerungen aller Art in den Kopf. Aber endlich, sie ist angekommen. Vater, Mutter, ich werde mich auf meine nächste Mission begeben. Ich... Rey, bitte tu es nicht. Du weißt, dass wir beide das nicht wollen. Nichts, was uns dieser Mann antun könnte, wäre schlimmer, als dich in seinem Namen töten zu sehen. Bitte, Rey, wir wollen... Mit einer ruckartigen Bewegung stößt Rey ihren Vater durch die kleine Zelle und hält ihn an einer Wand fest. Geschockt und schmerzverzerrt blickt dieser seiner Tochter in die Augen, die sich nach einem kurzen Zögern von ihm abwendet. Ihre Mutter ruft der jungen Sith noch hinterher, die sich ihren Weg aber bereits entlang des langen, so grausamen Ganges bahnt und den Kampf gegen eine einzelne Träne auf ihrer Wange verliert. Wie befohlen macht sich Rey also auf den Weg, Ben zu finden. Nach Wochen der Jagd schafft sie es endlich, während eines Angriffes auf einen imperialen Stützpunkt rechtzeitig anzukommen. Es herrscht eine riesige Schlacht. Die neue Rebellenbewegung, angeführt von Ben, Leia und Co., versuchen Panzer, Läufer und Bomber des Imperiums zu stehlen. Als Rey Ben endlich auf dem Schlachtfeld entdeckt, stellt sie ihn sofort nach einem ruckartigen Sprung aus ihrem Jäger. Mit langsamen Schritten geht sie auf Ben zu, der reflexartig versucht, sich mit zwei Blasterschüssen zu verteidigen, die Rey allerdings ohne Probleme abwehren kann. Warte, ich kenne dich. Du bist die Frau aus dem Video. Du warst die, die Darth Vader getötet hat. Mit einem verächtlichen Schnauben reagiert Rey auf Bens Erkenntnis und nähert sich ihm umso schneller. Wieso tust du das alles nur? Er nannte dich auf diesem Video seine Schülerin. Wie kannst du nur einen Mann wie ihn deinen Meister nennen? Er manipuliert dich doch. Aber es ist niemals zu spät. Du musst das alles gar nicht tun. Schließ dich uns an und wir bekämpfen ihn. Gemeinsam. Nach einem kurzen Moment des Zögerns weckt Rey sich selbst aus ihren Zweifeln und stürmt auf Ben los. Doch... Ein ehemalig republikanisches Kanonenboot, nur mit Ersatzteilen und Glück zusammengehalten, schaffte es, den Angriff Reys zu unterbrechen. Niemand Geringeres als Leia Organa selbst sitzt an der Kanone des Schiffes und hält die junge Sith in Schach, während der Pilot, Han Solo, das Schiff nah genug an den Boden manövrieren kann, sodass Ben es schafft, aufzuspringen. Mit einem fast schon neidischen Blick schaut Rey Han, Leia und Ben hinterher und lässt einen lauten Schrei der Verzweiflung los. Der Angriff der Rebellen ist geglückt und die Erfolge lassen ihre Unterstützung immer größer werden.
Überall in der Galaxis werden nun imperiale Stützpunkte gestürmt. Ob Schiffe, Panzer, Läufer, Gewehre oder Rüstungen. Die Rebellen versuchen sich mit allem, was nur geht, für einen möglichen Krieg zu wappnen und die Imperialen zu schwächen. Auch für Rey ist einiges an Zeit vergangen und sie befindet sich inmitten des dunklen Thronsaals, um ihrem Meister von ihrem Scheitern zu berichten. Meister, ich bin zurückgekehrt. Schweig, junge Rey. Dein Scheitern ist mir bereits bekannt. Dein Ziel war ein Junge, der nicht einmal die Ausbildung und Fähigkeiten eines durchschnittlichen Soldaten besitzt. Und du hast es nicht geschafft, ihn zu töten. Er war nicht allein. Da waren... Schweig, sagte ich. Ich dachte, du weißt, dass die dunkle Seite keine Schwäche duldet. Doch es scheint mir, als bräuchtest du eine Erinnerung. Mit einer kleinen Handbewegung lässt Palpatine in der Ecke des dunklen Saales ein grelles Licht aufblitzen. Es ist Reys Vater, der angekettet am Boden mit Stromschlägen durchstoßen wird. Geschockt erhebt sich Rey und hastet in die Richtung ihres Vaters. Palpatine unterbricht diese Handlung aber schnell. Keine Schwäche. Mit einer erneuten Handbewegung lässt er Reys Vater, seinen Sohn, für einen Augenblick über den Boden schweben und bricht ihm das Genick. Rey sackt sofort in sich zusammen. Noch nie hatte sie so einen Hass, so einen Schmerz in sich gespürt. Doch sie weiß, sie darf nicht reagieren. Es ist für das Wohl ihrer Mutter. Sie konnte sie nicht auch noch verlieren. Nachdem die Rebellen nun genügend Ausrüstung gesammelt hatten und sich ihre Bewegung in der gesamten Galaxis verbreitet hat, ruft Ben zu einem Großangriff an Tag X aus. Sie wollen einen finalen Angriff auf Coruscant wagen und das Monster im Herzen treffen. Die Nachricht des Tag X verbreitet sich in der gesamten Galaxis und die Rebellen, als auch das Imperium und Palpatine, bereiten sich auf den Tag vor. Überall in der Galaxis durchsuchen die Sturmtruppen verdächtige Gebäude, verhören ganze Städte und Dörfer und zerschlagen jeden kleinsten Verdacht. Doch keiner der Rebellen fällt um, denn der Funke war wieder da. Der Funke, der nun endlich das Feuer entfachen sollte. Ben, Leia, Han und Co. machen sich mit einer Gruppe Soldaten am auserwählten Tag auf den Weg nach Coruscant. Dort angekommen ist bereits eine riesige Raumschlacht in Gange. Alte X-Wings, Jäger von Naboo, Schiffe von Piraten und Zivilisten kämpfen gegen die riesige Blockade über dem Planeten. Im Schutz von zwei X-Wings schaffen es unsere Helden, sich den Weg nach Coruscant zu bahnen. Hier ist Rot 4, der Weg ist frei, ihr schafft das. Auf der Oberfläche Coruscants findet ein riesiger Schlagabtausch zwischen Rebellen und Imperialen statt. Kampfläufer und Panzer beider Seiten reißen die riesigen Gebäude des Planeten ein. Der Kampf hat sich bereits bis vor die Tore des Palastes gezogen. Ben und eine Gruppe Soldaten schaffen es durch den Schutz von Han, Leia und Chewbacca in den Palast einzudringen. Die sonst so gut geschützte Festung war nun von allen Geistern verlassen. Jede verfügbare Kraft kämpfte auf dem Vorplatz. Das Ziel von Ben und seiner Einheit war klar. Man wollte den Imperator erreichen. Vor dem Thronsaal angekommen, stürmten die beiden Torwächter bereits auf die Gruppe los. Während die Einheiten Bens sich gegen die Elitekrieger verteidigten, findet eben dieser eine Lücke und schafft es in den Thronsaal. Mit langsamen Schritten tritt Ben in den schier unendlich großen Raum hinein. In der vollkommenen Dunkelheit erblickt er lediglich einen Schatten auf dem erhöhten Thron am Ende des Raums. Es ist vorbei, eure Truppen werden vor den Toren geschlagen und euer Palast wird auch bald eingenommen sein. Der Kampf ist vorüber,
Gebt den Rückzugsbefehl und lasst nicht noch mehr Männer sterben. Ihr habt verloren. Spricht Ben mit zittriger, aber entschlossener Stimme in Richtung des Schattens auf dem Thron. Was hast du erwartet, Junge? Dachtest du, du kannst mich genauso umstimmen wie diese Bauern und Nichtsnutzer auf der Straße, die sich an jeden Hoffnungsschimmer klammern, den sie nur kriegen können? Du dachtest, du wärst etwas Besonderes, ein Anführer, nur weil du ein paar Leute dazu aufscheust, zu kämpfen und auf den Straßen zu randalieren. Du denkst, das ist es, was einen Anführer ausmacht. Nein, Macht, wahre Macht, kommt nicht zu denjenigen, die danach fragen oder sie sich wünschen. Nein, sie kommen zu denen, die bereit sind, alles dafür zu geben. Mit einem Machtblitz zwingt Palpatine Ben in die Knie. Verletzt liegt er auf dem Boden. Gerade als Palpatine es beenden will, betritt Rey den Raum. Da bist du endlich, meine Schülerin. Ich habe mir bereits Sorgen gemacht. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich gebe dir die Möglichkeit, die Schmach deiner Niederlage wieder gut zu machen. Beende es. Töte Skywalker. Mit langsamen Schritten geht Rey auf den verletzten Ben zu und streckt ihre Hand in seine Richtung aus. Gut. Gut. Du musst das nicht tun, spricht Ben leise, während er Rey direkt in die Augen schaut. Rey bewegt ihre Hand noch ein Stück weiter nach vorne und ballt eine Faust. Das höhnische Lachen Palpatines hallt durch den Saal, als es mit einem Mal verstummt. Er schwebt wenige Meter über seinem Thron und schnappt nach Luft. Seine Wachen stürmen sofort los und mit seinem letzten, hart umkämpften Atem fleht er um sein Leben. Die dunkle Seite kennt keine Schwäche. Mit einem lauten Schlag bricht Rey das Genick ihres Meisters. Sofort bricht ein wilder Kampf zwischen ihr und den Wachen aus, den sie allerdings sehr schnell für sich entscheiden kann. Plötzlich ist es vollkommen still im Thronsaal. Die Leiche des Imperators hängt kopfüber von seinem Thron hinunter und die Gliedmaßen und Körperteile seiner Wachen pflastern den Boden. Langsam schreitet Rey auf Ben zu. Sie deaktiviert ihr Lichtschwert und kehrt dem jungen Skywalker den Rücken zu. Mit einem Mal findet sich Ben alleine auf diesem Schlachtfeld wieder. Es ist der leblose Körper Palpatines und die leisen Schritte Reys beim Verlassen des Raums, die Ben als letztes wahrnimmt, bevor er das Bewusstsein verliert. Als er seine Augen wieder öffnet, findet er sich auf einer Krankenstation wieder. Schnell springt er auf und fragt den Medidroiden, wo er denn hier gerade sei. Ohne überhaupt nur auf eine Antwort zu warten, stürmt er immer noch angeschlagen aus dem Raum und findet sich in einem riesigen Gebäude wieder. Überall laufen Soldaten. Soldaten des Widerstandes. Diejenigen, die ihn entdecken, fangen an zu klatschen oder mit ihm zu sprechen. Ben ignoriert all das aber allerdings und stürmt immer noch die schier endlosen Gänge dieses Gebäudes entlang. Als er kurz vor dem scheinbaren Ausgang angelangt ist, kommt ihm all das plötzlich bekannt vor. Mit aller Kraft bahnt er sich seinen Weg durch die Menschen am Ausgang und verlässt das Gebäude. Draußen angekommen, findet er sich auf dem Schlachtfeld wieder. Doch der Kampf ist vorbei. Überall liegen Verletzte, Tote und Trümmer. Als Bens Blick weiter über das Trümmerfell wandert, entdeckt er ein ihm bekanntes Gesicht. Seine Mutter Leia kommt grinsend auf ihn zu. Endlich bist du wach. Wir haben es geschafft, mein Sohn. Immer noch sprachlos schaut Ben seine Mutter an. Zögernd dreht Ben sich um und entdeckt das Gebäude, in dem er sich eben noch befunden hat.
Es ist der imperiale Palast. Doch er sieht nicht mehr so aus wie noch zuvor. Teile sind zerstört und er ist voller Menschen. Doch nicht das ist es, was Ben so sehr schockt. Ein leichtes Grinsen entsteht auf Bens Lippen, während sich eine Träne ihren Weg entlang seiner Wange bahnt. Die Banner, die Zahnräder des Imperiums, sind es nicht mehr, die die Wände dieses Palastes schmücken. Es ist ein anderes, riesiges Banner, was Ben von der Front der Festung entgegenscheint. Das Symbol der Rebellen, das Feuer der Rebellion. So haben Ben und Co. es also endlich geschafft. Auch wenn das Imperium noch lange nicht besiegt war und der Todesstern immer noch in der Galaxis schwebte, war es diese Schlacht, die die Zukunft der Galaxis bestimmen sollte. Diese Nacht, in der der Funke das Feuer der Rebellion entfacht hat. Okay, das soll's von diesem Was-wäre-wenn gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugeschaut haben. Schreibt mir unbedingt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Was-wäre-wenn fandet. Ich war diesmal echt unsicher, ob ich es überhaupt hochladen soll, weil ich wirklich sehr, sehr viel streichen musste und so ein paar Plotholes in der Story entstanden sind. Ich hoffe, das Ganze ist trotzdem ganz gut rübergekommen. Lasst jetzt auch gerne noch ein paar Vorschläge fürs nächste Mal da und haut natürlich auch eure Meinung raus. Was denkt ihr, was passiert wäre, wenn Luke damals gestorben wäre? Außerdem natürlich auch noch ein dickes Dankeschön an MovieSpace, Jedi Archiv, Star Wars Facts, Dead Justice und zwei meiner Zuschauer, die mir bei den Synchronstimmen in diesem Video geholfen haben. Ohne sie wäre dieses Video sicher nicht so cool geworden, wie es hoffentlich geworden ist. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das sehr, sehr gerne. Vor allem bei diesem langen Video mit einem Like oder einem Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. The Force will be with you. Always.